Damit der Ball genau dorthin fliegt, wo er hinfliegen soll, müssen wir ihn optimal treffen. Knapp über dem Boden springend wollen wir den Ball mittig treffen, damit er die optimale Flugbahn einnehmen kann. Doch wer es schon mal probiert hat, weiß, so einfach ist es nun doch nicht. Auch geübte Golfer treffen den Ball nicht immer korrekt. Bei wie hier zu fett getroffenen Bällen geht sehr viel Energie verloren, die schön in die Flugbahn gehen könnte. In diesem Beispiel überspitzt dargestellt, zu dünn getroffene Bälle hingegen fliegen überhaupt nicht, sie hopsen bestenfalls ein Stückchen über den Rasen. Nun nehmen wir unseren Flatball. Wir können ihn zu dick oder zu dünn treffen, es wird nichts passieren. Treffen wir ihn zu dick, wie in diesem Bild, haben wir lediglich eine Kante im Rasen. Treffen wir den Flatball zu dünn, dann kratzen wir mit dem Schläger an der Oberfläche oder überfliegen den Ball komplett. Denn, wie wir uns erinnern, der Flatball ist um alle Fehlerquellenflächen bereinigt. Sind Sie nun daran gewöhnt, den Flatball korrekt zu treffen, sodass er fliegt, werden Sie einen richtigen Golfball nie wieder zu dick oder zu dünn treffen. Hier nur nochmal der direkte Vergleich zwischen Golfball, Flatball und dem Eisen. In Praxis sieht das dann wie folgt aus. Hier nun sehen wir den optimal getroffenen Flatball, der wie eine Frisbee-Scheibe fliegt. Dieser zu dünn getroffene Flatball hoppelt über den Rasen, ein richtiger Golfball würde fliegen, aber nicht so, wie wir es uns wünschen. Das Training mit dem Flatball zeigt schnelle Erfolge, sie treffen den Ball optimal, immer und immer wieder.